بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist. Doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschirm genommen und halten so von Allahs Weg ab. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Dies, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind, da wurden ihre Herzen versiegelt, so verstehen sie nicht. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr Äußeres, und wenn sie reden, hörst du ihren Worten zu? Sie sind wie angelehnte Hölzer. Sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie. Sie sind die wahren Feinde. So sieh dich vor ihnen vor. Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her, damit Allahs Gesandter für euch um Vergebung bittet. Drehen sie ihre Köpfe zur Seite, und du siehst sie sich hochmütig abwenden. Gleich ist es in Bezug auf sie, ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest. Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Sie sind es, die sagen, gebt nicht aus für diejenigen, die bei Allahs Gesandtem sind, bis sie von ihm weg auseinander und davonlaufen. Doch Allah gehören die Schatzkammern der Himmel und der Erde, aber die Heuchler verstehen nicht. Sie sagen, wenn wir nach El-Medina zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben. Doch Allah gehört die Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler wissen nicht. Ja, ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير. O, die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt: Mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut.